Moin Leute, was geht ab? Virtuelle Messe möchten wir euch heute vorstellen. Und dazu begrüße ich Iris Krause. Herzlich willkommen aus den Streamlabs Studios, live hier heute vor Ort. Und ja, wir wollen Ihnen, euch die digitale Messe von Job4U vorstellen. Das hat den Grund, dass wir bereits im ersten Lockdown festgestellt haben, die Messen finden alle nicht mehr statt, die klassischen. Also mussten wir uns was Neues überlegen und gemeinsam mit unserem Partner Planet Mutlu, hallo Servet. Hallo Iris, freue mich. Haben wir dann diese Plattform in 3D entwickelt und hoffen einfach mal, dass ihr viel Spaß damit haben werdet und da dem ein oder anderen es vielleicht nicht so geläufig ist, wie er mit so einer Plattform umgehen kann, was wir alles im Angebot haben. Damit ihr auch alles findet, haben wir uns heute überlegt, wir machen ein Live-Tutorial, um Ihnen oder euch einfach mal unsere Plattform mit allen Funktionen zu zeigen. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hier auf dieses wunderbare große Bild, Servet. Und du verrätst uns jetzt für alle, die aus meiner Generation kommen, die kennen noch die Show von Rudi Carrell. Ich nehme das Fragezeichen. Fangen wir doch mal mit dem Fragezeichen an. Und danach gehen wir auch noch auf das Rädchen ein. Aber erstmal das Fragezeichen. Was verbirgt sich dahinter? Ich gehe mal kurz da drauf. Was wir hier haben, ist faktisch sowas wie ein Mini-Tutorial. Das heißt, das Fragezeichen soll euch einfach helfen, zu verstehen, wie die Oberfläche von dieser Applikation zu benutzen ist. Wir haben hier zwei verschiedene Modis, die grundverschieden sind. Wir haben einmal den sogenannten Dual-Modus. Das ist das, was die viele Kids kennen, indem sie mit Spielen auf beiden Seiten links und rechts mit dem Daumen vorwärts, rückwärts zur Seite gehen können. Und wir haben halt für die Personen, die lieber mit einem Finger arbeiten, den sogenannten alternativen Ein-Finger-Modus. Das ist was gewesen, was ich am Anfang gebraucht hätte. Mittlerweile kann ich das, aber am Anfang für alle die, die sich schon mal versucht haben an unserer App, ich war immer im Himmel unterwegs und mir wurde irgendwann auch mal ein bisschen schlecht. Aber deshalb haben wir jetzt für Menschen, wie ich es bin, halt diesen Ein-Finger-Modus entwickelt und das auch gut so, Servet. Genau, also dieser Ein-Finger-Modus hilft enorm. Also Iris freut sich Tag und Nacht über diesen Ein-Finger-Modus. Was ist die Idee dahinter? Wir befinden uns ja hier in einer wirklich virtuellen Welt. Das heißt also, wir haben hier keine Grenzen. Wir haben hier eine Physik, wir haben eine Physik-Engine, wir haben Licht, wir haben Schatten, wir haben die Möglichkeit, Medien miteinander zu verbinden. Und damit das nicht ausartet, ist der Ein-Finger-Modus einfach eine reduzierte Art und Weise, wie man sich durch diese Messe bewegen kann, ohne die ganze Zeit gegen die Wand zu laufen oder nur die Decke anzuschauen. Und dementsprechend ist das eine wichtige Funktion natürlich auch. Dann haben wir natürlich in dem Tutorial nochmal die Stele, auf die Iris nachher nochmal eingehen wird. Yep. Aber generell kann man sagen, hier seht ihr einfach die Grundfunktion nochmal immer wieder. Falls ihr etwas vergessen habt oder nicht was verstanden habt, dann könnt ihr immer wieder hier auf das Fragezeichen klicken und würdet dann jedes Mal eine Unterstützung von unserer Agenturkatze Yokai bekommen, die hier höchstpersönlich natürlich den Support leitet. Dann haben wir das Rädchen. Das Rädchen ist vielleicht auch noch mal ganz, ganz wichtig, bevor man einsteigt. Genau, also das Rädchen ist faktisch das, was ich eben schon gesagt habe. Man hat jetzt hier zum Beispiel die Darstellung mit dem Ein-Finger-Modus. Ihr seht, dieser Kreis, der hier unten rechts sich hin und her bewegt, das ist jetzt mein Finger mit dem einen einzigen Finger. Dieses weiße, dieser Kreis mit dem Pfeil, das ist der Punkt, wo ich in dem Ein-Finger-Modus faktisch schwimmend immer auf die einzelnen Messestände schwimmen kann. Das werden wir gleich nochmal in Ruhe zeigen. Aber wenn ich auf das Rädchen gehe, dann haben wir hier etwas, und zwar kann ich dann umschalten zwischen dem Einfinger-Modus und dem Gamepad-Mode. Was ist ein Gamepad-Mode? Das ist das, was jetzt, wie gesagt, bei Iris nicht so gut angekommen ist, obwohl sie das jetzt aus dem FF beherrscht. Das heißt, wir haben den linken und den rechten Daumen oder Zeigefinger auf dem Handy, auf dem Android- oder iOS-Handy oder auf dem iPad, und ich kann hier faktisch dann grenzenlos mich bewegen. Das heißt, es gibt hier keine vorgegebenen Pfade, sondern ich kann hier wirklich alles Mögliche machen. Ich kann also die gesamte virtuelle Welt vollkommen besuchen und erfahren. Das ist der grundlegende Unterschied. Das heißt, Gamepad-Mode und One-Finger-Mode sind dafür verantwortlich, wie ihr euch fortbewegen könnt, und
Right Stick und Left Stick beziehen sich darauf, wie schnell oder wie langsam ihr Rotation oder Fortbewegung erzeugt. Ich zeige euch das mal. Wenn man es jetzt ganz hoch fährt, dann seht ihr, das geht deutlich schneller, als wenn ich es ganz langsam mache. Ne? Dann ist das faktisch kaum merkliche Zeitlupe. Ich mache es mal ein bisschen schneller. So, dann seht ihr, wie langsam das ist. Ne? Das heißt, also jeder, wie er sich wohlfühlt, soll dann hier bitte gerne seine Einstellung machen. Und das ist eigentlich das einzige Geheimnis hinter diesem Steuerelement. Und ganz ehrlich, ihr könnt es auch immer wieder benutzen, auch wenn ihr in den Messeständen oder in den Messehallen seid, könnt ihr es immer wieder anwerfen, um das fein zu tunen. Und man kann das Ganze natürlich auch mit und ohne Musik machen. Ne? Habt ihr ja auch gesehen. Hintergrundmusik kann man an- oder ausschalten. Ich weiß, dass einige das immer ziemlich cool finden, wenn im Hintergrund noch ein Sound läuft. Also an- oder aus ist auch möglich. So, und jetzt gehen wir wie bei jeder Messe mal los. Die Lobby ist immer das Entree, auch wenn wir eine klassische Messe, ob in den Weser-Ems-Hallen oder im Weserstadion machen, ganz egal. Ihr kommt bei uns am Counter an und das tut ihr in diesem Fall hier auch. Dort könnt ihr natürlich auch einen Monitor anklicken. Da würdet ihr jetzt dann auch schon gleich den Influencer Milton von Bremen Next sehen. Aber den zeige ich euch später nochmal in einem Film. Weil mit dem drehen wir ja über das ganze Jahr hinweg Filme bei Unternehmen. Und ja, da werden mit Auszubildenden eben wirklich ganz real unter realen Bedingungen mal ein Tagesablauf vorgestellt und die Inhalte einer Ausbildung oder eines dualen Studiums. Das haben wir jetzt schon 18 Mal gemacht. Wir haben auch virtuelle Bewerbungstrainings bereits schon gemacht mit Milton. Da könnt ihr euch auch angucken, was ist cool, was ist weniger cool, worauf muss ich mich vorbereiten und ist das Totenkopfposter im Hintergrund bei einem Bewerbungsgespräch vielleicht das Richtige? Vielleicht dann doch lieber eine weiße Wand. Also, das könnte man alles jetzt schon dort auf dem Monitor sehen, aber es gibt diesen Wirbel und das ist ein Sprungtor. Und dieses Sprungtor, da fährt jetzt Servit wieder mit seinem Finger hin und da hüpfen wir durch. Genau. Also ganz wichtig, es zu verstehen, dieses Sprungtor verbindet tatsächlich die verschiedenen Messehallen oder die verschiedenen Messewelten miteinander. Gleichzeitig habt ihr, egal wo ihr seid, aber immer die Möglichkeit, wenn ihr auf dieses Icon klickt vorne, oben rechts mit dem Haus-Icon-Symbol, da könnt ihr faktisch immer jederzeit in jede Messehalle oder in jede Messewelt einsteigen und könnt dort sofort den Zugriff finden. Das heißt, ihr habt also immer zwei Möglichkeiten. Entweder springt ihr durch das Tor oder ihr habt die Möglichkeit, direkt auf das Icon zu klicken. Beides ist zielführend und heißt auch für euch, dass ihr dadurch deutlich flinker dann auch durch die Messen oder viel gezielter auf Firmen zugehen könnt, die euch in diesem Augenblick dann auch interessieren. Und jetzt fangen wir mal an mit der Messehalle A, die wir hier aufgerufen haben und springen mal zum ersten Aussteller. Und da sind wir hier bei der IBS. Das ist ein Anbieter und damit haben wir natürlich auch schon die Vielfältigkeit beschrieben, die wir hier auf der Messe darstellen können. Also ihr werdet klassische Hochschulstudiengänge finden, ihr werdet duale Studiengänge finden und ihr werdet ganz, ganz viele Ausbildungsplatzangebote und auch Vorstellungen von Ausbildungsplätzen finden. Und hier ist es halt so, da geht es ums duale Studium, also eine Verknüpfung zwischen der klassischen Ausbildung und eines Studiumganges. Und wenn ich jetzt weiter auf den Stand zulaufen würde, dann habe ich hier eine Stele rechts, beziehungsweise bei dem Avatar auch die Möglichkeit, den direkt anzuklicken. Und dann, ihr seht da oben auch den wunderbaren Briefumschlag, könnt ihr eine Nachricht schicken. Jeder Stand, das gilt wirklich für jeden, den ihr auf unserer Messe findet. Jeder Stand ist mit einem sogenannten Chatbot verbunden. Was ist ein Chatbot? Dort kann ich Nachrichten schreiben, dort kann ich eben halt auch Fragen stellen und es gibt immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden zwischen einer privaten Unterhaltung oder einer öffentlich gestellten Frage. Eine private Unterhaltung ist wirklich dann mit einem Mitarbeiter des Unternehmens. Eine öffentliche Unterhaltung, das sind Fragen, wie lange dauert die Ausbildung, das ist vielleicht auch etwas, was jemand anders interessieren würde oder wie lange dauert das Studium, dann kann ich die Frage einfach öffentlich stellen, sie wird öffentlich beantwortet und ist für alle, die danach dann kommen, sichtbar. Bei den privaten Geschichten, da macht es natürlich auch wirklich dann Sinn,
dass man dort sich nochmal erkundigt, Bewerbungsunterlagen, ja, wie sehen die aus, wie sollen sie aussehen? Die Bewerbungsunterlagen sollten beinhalten einen Lebenslauf, ein Anschreiben als PDF oder es gibt ja auch Unternehmen, die ausschließlich Online-Bewerbungen machen. Erkundigt euch da, was müsst ihr mitbringen, wie sollen die aussehen? Das sind alles Fragen, die stellt man im privaten Bereich und dort könnt ihr auch sicher sein, dass niemand anders das sieht, außer wirklich der Ansprechpartner, der hinter diesem Kontakt dann liegt. Das ist uns ganz wichtig und ich kann euch sagen, nutzt es. Es ist natürlich so, dass nicht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, jemand dort eure Fragen beantwortet. Das heißt für euch, schaut euch an, wann werden die Fragen beantwortet. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Erwartungshaltung, das wissen wir, ist immer eine direkte Reaktion. Das kann aber keiner leisten. Ich weiß nicht, Silvester um 22 Uhr habe ich die Idee, dass ich vielleicht eine Ausbildung zur Mediengestalterin machen möchte. Dann ist es schwierig, da noch eine Antwort zu bekommen. Also haben die Firmen ihre Antwortzeiten auf dem Chatbot hinterlegt und werden euch antworten. Da kann man sicher sein. So, wenn wir jetzt mal weitergehen zum nächsten Stand, da sehen wir, dann sind wir hier bei den klassischen Angeboten. Die Kollegen hier, die Jadehochschule bietet duale Studiengänge und klassische Studiengänge an. Wenn wir weitergehen, dann rechts sehen wir die Hochschule Bremen. Die macht das auch so. Also von daher, ihr habt alle Optionen. Erkundigt euch auch, wann sind Anmeldefristen vorbei. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Ich würde immer auch nochmal wirklich über das Chatbot den Kontakt aufsuchen mit demjenigen, der euch da als Ansprechpartner hinterlegt worden ist, weil der gibt euch wirklich die detaillierten Informationen, die ihr benötigt. Dann etwas, passt jetzt hier auch, irgendwas mit Medien. Ne? Das ist eine Geschichte, wenn ich am Counter stehe bei den klassischen Messen, ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon beantwortet habe, ähnlich ist es irgendwas mit Sport. Das ist so, wenn man noch keine Vorstellung von dem hat, was man eigentlich machen möchte, aber irgendwas mit Medien, dann ist man auf dem Stand der NWZ, den wir da eben gesehen haben, mit Sicherheit super gut aufgehoben, weil auch die Kollegen können euch alle Antworten geben, wie komme ich zu einem Volontariat, was muss ich mitbringen, welche Möglichkeiten und Optionen habe ich sonst noch da. Und hier seht ihr auch bei den Kollegen, es ist ganz viel an Kontaktmöglichkeiten auch zu Auszubildenden da. Und das würde ich euch auch an dieser Stelle ans Herz legen. Nutzt die. Schaut euch auch die Filme an, die hinter den Monitoren hinterlegt sind und geht los in die Medienwelt. Und jetzt mein erster Trick, den ich dann genutzt habe, weil bis ich diese Rampe darunter gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert. Jetzt klicke ich mich da einfach rein. Das ist die besagte Rampe, an der ich am Anfang immer gescheitert bin. Und wenn ich jetzt nämlich da runtergehe, dann sehe ich, dass in der Messehalle noch deutlich mehr los ist. Und wenn ich auf den ersten Stand jetzt gleich hier, wo noch die weiße Wand zu sehen ist, zugehe, dann komme ich zum Beispiel bei der Oldenburgischen IHK an. Und für alle Ausbildungsberufe, die ihr vielleicht auf unserer Messe noch vermisst, weil ihr sagt, wow, ich habe da die Idee, etwas ganz Ausgefallenes zu werden, Greenkeeper oder irgendwie sowas. Vielleicht aber auch, das ist eine Frage, hat mich überrascht, wird aber immer öfter mal gestellt, Bestatter. Dann sind das Antworten, die findet ihr hier, weil alle kaufmännischen oder gewerblich-technischen Berufe, alle, die wir nicht abbilden können und natürlich auch die Ausbildungsberufe, die die Kammer selber anbietet, die findet ihr hier und da könnt ihr euch informieren über alles das, wo ihr das Gefühl habt, hätte ich jetzt gerne eine Info zu, habe ich aber nicht, finde ich nicht. Fragt die Kollegen, sie geben euch Antwort. Wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir die Kollegen aus dem Bereich des Geldes.
Heute hat man mit Sicherheit nicht mehr das klassische oder die klassische Situation, ich gehe irgendwo hin und hole mir mein Geld ab. Nein, heute wird auch ganz viel digital gemacht. Deshalb haben die Kollegen der LZO auch einen Film gedreht mit Auszubildenden, die nämlich einmal im Jahr eine Filiale selber leiten und die Berufe, auch die Berufe im Bereich der Bankenwelten, die sich verändert haben, unheimlich plastisch, ganz toll darstellen. Und auch da war unser Influencer Milton und hat das gemeinsam mit denen gedreht. Ihr seht schon im Hintergrund, da läuft was. Also, auch wirklich einfach da, wenn ihr euch für solche Themen interessiert, fragt danach, macht ein Praktikum. Das ist auch etwas, was ich euch ans Herz legen möchte. Wenn wir in der Halle jetzt mal uns umdrehen, dann kommen wir zur Waldheim-Stiftung. Ein Anbieter, der den Heilerziehungspfleger ausbildet oder die Heilerziehungspflegerin. Es gibt dort Wohngemeinschaften, wo Heilerziehungspfleger Menschen mit Handicap betreuen. Und auch dort hat Milton einen Film gedreht, der mir auch sehr ans Herz gegangen ist. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Auch den könnt ihr euch angucken. Wenn ihr ihn nicht immer gleich auf den Monitoren findet, kann es sein, dass wir den erst gerade gedreht haben und er noch nicht eingespielt ist. Dann findet ihr den aber bei uns auf der Homepage von Job4You. Also ihr müsst nicht nach Hause gehen und sagen, jetzt hast du da so viel von erzählt und ich habe ihn nicht gefunden. Ist kein Thema, ihr findet ihn, dann geht bitte bei uns auf die Homepage. Daneben geht es dann weiter im Bereich, wie die Bilder auch schon ankündigen, zum Handwerk. Die Kollegen sind klasse in der Beratung für alle handwerklichen Berufe. Wenn ihr sagt, Handwerk finde ich eigentlich ziemlich cool, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da so machen kann oder möchte, alles gar kein Thema, klickt, schreibt, ruft die Kollegen an und sprecht mit denen. Die sind so fit und finden euer Talent und empfehlen euch auch Berufe, die vielleicht bei euren Eltern oder bei den Lehrer und Lehrerinnen noch unter anderen Berufsbezeichnungen abgespeichert sind. Ich habe da immer das schöne Beispiel Fräser oder Dreherin natürlich auch. Gibt es nicht, ist heute ein Zerspannungsmechaniker. Also der Begriff geht auch selbst mir schwer von der Lippe, aber so ist es einfach, so heißen die heute. Und die klären auch darüber auf, wenn ihr vielleicht sagt, ich habe da sowas mitgekriegt, das und das, aber ich weiß gar nicht, finde den Beruf überhaupt nicht mehr. Die können euch aufklären und helfen euch weiter. Dann geht es jetzt in die Richtung, ich möchte eine Ausbildung machen, aber ich möchte auch noch studieren nebenher. Das ist die Möglichkeit, die die FOM euch anbietet. Also wer so richtig Gas geben will und wer so richtig Spaß hat und auch am Lernen auch noch nebenher was zu machen, das ist da alles möglich bei den Kollegen. So, ein Schwenk nach links. Und wir kommen zu den Logistikern. Da haben wir hier einmal die BLG. Die BLG, ihr seht an der Stele, Ausbildungsberufe satt. In vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen. Tolles Team. Guckt euch die Filme an. Sprecht mit denen. Schaut auch mal in den sozialen Medien rein. Die haben ein gutes Angebot, um sich vorher zu informieren. Und ich weise immer wieder gerne nochmal auf den Briefumschlag und auch auf die Stele da vorne hin. Das ist etwas, wo ich halt sage, nutzt es, nehmt Kontakt auf, schreibt, sprecht, telefoniert mit den Leuten. So, daneben der nächste Logistiker, Le Charco. Auch hier genau das Gleiche, kann ich mich nur wiederholen, was ich schon zu den Kollegen von der BLG gesagt habe. Ein toller Ausbilder, ganz tolles Team. Auch hier einfach mal anrufen. Die Personalleiterin beantwortet gerne alle eure Fragen. Also wirklich, wirklich ein klasse Team. So, jetzt kommen wir zu einem Anbieter, wo ich denke, wow, wer von euch wusste, dass 25.000 Menschen bei Käfer arbeiten? Und zwar eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das hat schlicht und ergreifend zur Folge, dass man seine Ausbildung eben nicht unbedingt nur in Deutschland macht, sondern vielleicht sogar auch ein Teil davon in Südafrika. Also auch etwas, wo ich sage, klasse, Anbieter angucken,
Ich mache auch gerne Werbung für die Unternehmen, weil das Thema ist, man muss den Mut haben, aus der klassischen Messegeschichte, aus dem klassischen Messeumfeld, sich auch hier zu präsentieren. Und das ist etwas, alle die, Servet, du wirst mir recht geben, die hier heute schon mitmachen und wir haben noch diverse mehr in der Pipeline, aber die Stände müssen ja dann auch erstmal programmiert werden. Das ist etwas, wo ich einfach sage, hey, das sind Unternehmen, die sind auch gleich mit uns durchgestartet und haben von Anfang an gesagt, da sind wir dabei. Und das ist ein Angebot, gut für euch, gut für uns alle, weil wir in Kontakt bleiben. Und das ist in den heutigen Zeiten, glaube ich, mega wichtig. Okay, Servet. Ich weiß, im Rücken von Käfer ist noch die IWE und die AOK. Ich bin ja nun schon oft da durchgelaufen. Und auch hier, Riesenanbieter, ganz, ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen und der Sozialversicherungsfachangestellte. Ich meine, worüber reden wir in unserer heutigen Zeit? Krankenkassen, nicht zu unterschätzen, mega wichtig. Super wichtig. So, und jetzt gehen wir mal rüber in die nächste Halle, hm? Das machen wir gerne. So, und da kommt als erstes ein Anbieter. Ja, alle haben zu Weihnachten bestimmt in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich ein Fotobuch oder einen Kalender oder was auch immer bekommen. Und das sind die Kollegen. Sie sitzen bei uns in der Region und sie bieten so etwas an. Und da gibt es dann auch, was man vielleicht gar nicht vermutet, aber auch noch den Ausbildungsberuf, möchte ich gerne sagen, Fotograf oder Fotografin. Ist ja auch für den einen oder anderen mit Sicherheit sehr interessant. Und deshalb so viele unterschiedliche Angebote und neben nicht nur der Fotofinisher, sondern auch der Fotomacher. Okay, dann Pflegeconnection. Was ist das? Habe ich noch nie was von gehört. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, auch im Pflegebereich, die haben vielleicht gar nicht so viele Ausbildungsplätze. Und damit die Kollegen in irgendeiner Art und Weise auch eine Chance haben, sich präsentieren zu können, haben sich viele hier zusammengetan und gemeinsam bilden sie die Pflegeconnection ab. Also, es ist wirklich alles rund um das Thema Pflege, wie sich auch da die Berufswelten verändern. Das sind die Kollegen, die klären euch darüber auf und geben euch auch Adressen in eurer Region, aus der ihr kommt, sodass ihr nicht lange suchen müsst, sondern ihr habt einen Ansprechpartner, der euch dann sagen kann, okay, ihr kommt eher aus dem Bereich Wesermarsch, dann habe ich die und die Kontakte für euch. Also das ist echt toll, das ist kompakt, das ist gut für euch alle. Und dann sehe ich da so rechts etwas, auch das ist etwas, was mir immer wieder unterkommt am Counter. Ich möchte irgendwas mit Mode machen. Und da frage ich dann immer noch mal sehr dezidiert nach, ist es Mode? Oder ist es Styling? Möchte ich mich selber stylen oder möchte ich jemand anders stylen? Und wenn ihr sagt, ihr seid selber gerne gut angezogen und findet es auch wichtig, dass andere Menschen auch die passende Kleidung finden, Leffers ist da mit Sicherheit ein toller Ausbildungsbetrieb. Scheut euch nicht, da auch mal ein Praktikum zu machen. Guckt es euch genau an und ja, sprecht mit den Kollegen. Auch das ist ganz wichtig. Werdet euch darüber im Klaren, aus welcher Perspektive möchtet ihr mit Mode arbeiten und aus welcher Perspektive möchtet ihr stylen. Ganz wichtig, sich mal diese Frage zu stellen, für mich selber oder für andere. Klärt das. Gut, dann BTC. BTC ist ein Anbieter, den ich auch kennengelernt habe und da wende ich mich auch an Eltern, die Kinder mit einem Handicap haben. Hier finden Sie jemanden, der sehr, sehr offen ist, auch dort sich und sich bemüht und gegebenenfalls auch weiterhilft in Übergangssituationen, also das ist etwas, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen. Die Kollegen von BTC, ich bin selber live noch, als es noch ging, auf einer Messe mit einem jungen Mann mit Handicap dort vorstellig geworden. Und deshalb kann ich das so gut
beurteilen, dass dort eine sehr hervorragende und sehr intensive Beratung auch dort stattfindet. Ansonsten sind das Kollegen, die im Bereich Informatik sehr, sehr aktiv sind. Und ihr seht das hier auch, Fachinformatiker, Systemintegration, Anwendungsentwicklung. Da gibt es alle Bereiche, die in irgendeiner Art und Weise rund um das Feld Informatik zu bedienen sind. Ja, und nun kommt was, das finde ich natürlich auch super spannend, das ist die Büfer. Das ist der Bereich Chemie. Und im Bereich Chemie war ich ganz überrascht, als das Thema aufkam. Ich komme vom Hurricane Festival zurück und mein Schlafsack riecht nicht besonders gut. Was kann ich dagegen tun? Welches Reinigungsmittel gibt es, damit ich den nicht als kleines Knäuel aus der Waschmaschine kriege oder wie auch immer? Auf jeden Fall haben die Kollegen mir erzählt, dass das eine Anfrage ist, die sie wirklich erreicht haben. Und diese Anfragen in dieser Art wurden meistens aufgenommen von denen, und das ist ein Ausbildungsberuf, der relativ neu ist, das ist nämlich der Kaufmann oder die Kauffrau für E-Commerce. Dort sind diese Angebote oder die Anfragen eingegangen und die jungen Frauen und Herren sind dann ins Labor gegangen und haben gesagt, haben wir darauf eine Antwort, haben wir da was im Angebot, und heute kann man das im Onlineshop dort kaufen. Also, ihr seht, viele Berufe greifen auch ineinander und das finde ich einfach so schön. Findet euren Einstieg, das ist das, was ich euch mitgebe. Wo ihr in 40 Jahren steht, das weiß heute keiner. Aber ganz, ganz wichtig ist, findet den Einstieg. Das ist das, was ich euch an dieser Stelle auch von der Überlegung her mitgeben möchte. Kollegen vom Zoll, die sind auch dabei, und der Kollege vom Zoll, der sagte zu mir, es ist immer ganz lustig, da kommen ganz viele Menschen zu mir, die sagen, ja, Zoll finden wir super interessant, da arbeitet man ja mit Tieren. Nicht jeder, der beim Zoll arbeitet, arbeitet mit Hunden. Man muss körperlich fit sein, gebe ich auch gleich mit. Und man darf keine Vorstrafen haben. Das ist auch ganz wichtig. Warum auch immer. Mehr sage ich dazu jetzt hier an dieser Stelle nicht, aber es ist auch etwas, was die Einstellung eben halt im Zweifel gefährden könnte. Fakt ist, es ist ein Beruf ganz, ganz vielfältig, und die Kollegen stellen auch in einem größeren Umfang ein, als vielleicht viele andere Betriebe es aktuell nur können. So, und nun gehen wir zum Stahl. Jetzt wird's heiß. Alles rund um den Bereich Stahl. Und im Bereich Stahl sieht es halt so aus, dass die Kollegen auch kaufmännische, gewerblich-technische Angebote haben. Also auch hier recht, recht vielfältig. Und ich weiß zum Beispiel, hier war es auch so, dass ich lange Zeit, als die Kollegen sich überlegt haben, wie sie ihren Stand gestalten, auch mit einem Auszubildenden kommuniziert habe. Das heißt, hier wird auch schon früh viel Verantwortung in die Hände von Auszubildenden gelegt, und das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch das Thema, was ja viele junge Menschen auch umtreibt, Nachhaltigkeit, wird gerade bei Arcelor auch wirklich groß geschrieben. Deshalb steht es auch nochmal explizit daran, weil man kann es sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber es ist so. Okay, Servet, meinst du, wir springen mal in eine Welt? Das machen wir sehr gerne. In welche willst du denn springen? Jetzt gehen wir mal zu den Kollegen mit dem grünen Daumen. Wir gehen jetzt zu Jedelo, und ihr seht schon, jetzt geht es um Pflanzen. Das ist eine andere Form der Darstellung, die wir auch haben. Das heißt, hier wandert ihr durch eine grüne Welt und ihr seht ganz viele verschiedene Monitore. Und da gibt es eben viel zu entdecken, und es gibt auch Musik im Hintergrund, kann ich hier nur empfehlen, die auch wirklich mal anzumachen. Da zwitschern die Vögel, also es ist wirklich sehr heimelig. Und unser Influencer Milton war da vor Ort und hat einen Film gedreht, den wir jetzt genau an dieser Stelle einmal starten möchten. Schaut ihn euch an. Wow.
Moin Freunde, wir sind heute bei der Firma zu Jedelo. Das ist eine Gärtnerei und eine der größten Baumschulen Europas. Wir gucken heute mal, was die Gärtner Fachrichtung Baumschule, sehr wichtig, hier alles so machen. Was ich schon mal geil finde, ist, das ist hier so groß, deswegen muss man hier überall mit diesen geilen Golfkarts hinfahren. Was haben die alle für geile Namen? Guck mal, die Blume heißt Pinky Winky. Das ist Jannis, da. Moin. Mit dem werden wir hier heute den ganzen Tag rumlaufen. Jannis ist Auszubildender und er zeigt uns heute hier ein bisschen was. Zeigt mir die Geräte. Steht da schon vor so einem Mini-Trecker? Ja, Mini-Trecker muss reichen für den ersten Tag bei dir. Danach wird's größer. Jetzt geht's los. So, weißt du, was das hier ist? Das ist ein Baum. Ja. Ja. Ein Busch. Ein Bambus. Ein Bambus. Und was machen wir jetzt mit denen? Die laden wir jetzt auf. Alter. Jep. Ne, nur am oberen Topf, genau. Ach, den oberen. Okay. Ich habe schon was gelernt. Wenn jetzt hier so ein. Oh, der hängt hier so ein bisschen. Wie neu. So, Vorsicht, die Gärtner kommen. Also, das sieht auch ein bisschen verdächtig nach Marihuana aus, würde ich sagen. Guck mal, das sieht auch ein bisschen aus wie Marihuana. Das sieht alles so ein bisschen so aus, ne? Oh, 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 Vorsicht, Vollbremsung, haltet euch fest. Das hier ist Wacholder. Kennst du vielleicht aus deinem Gin Tonic? Ja. Das ist ja der Gin-Part. Allerdings ist das eine andere Art. Diese Art hier ist hochgiftig. Wenn du das isst, tot. Aber so Pflanzenkunde habt ihr schon, dass ihr dann sagen wir, heute machen wir die Tanne. Und dann steht Lehrerin und erzählt alles über die Tanne, oder was? Im besten Fall, ja. Also so ein bisschen wie Vokabeln lernen, lernt ihr dann Pflanzen, oder was? Genau. Das ist übrigens sehr gut, dass es heute sehr drogen- und alkohollastig ist. Ich kann da nichts für. Brauchen wir nochmal einen geilen, ne? Der hier sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon oder so, finde ich schon fast. Hast du einen Namen für den? Ich würde ihn Wacho nennen. Wacho, der Wacholder? Ja. Weil ich dann hauptsächlich im Büro arbeiten möchte, werde ich dann wahrscheinlich einen Fachwirt danach machen. Also gibt es schon Variationen. Es ist nicht so, dass man dann die ganze Zeit nur noch Rasen sät. Nee, wenn du hier anfängst, werden hier auch alle Türen geöffnet. Also wenn du 2 Jahre mal studieren möchtest zwischendurch, kannst du jederzeit wiederkommen. Auch Auslandsaufenthalte werden finanziert. Ich war jetzt 3 Wochen in Italien. Aber das macht schon, ich kann es nur noch mal sagen, das macht schon echt übertrieben Bock. Und hier so zwischen den Feldern durchzufahren, ich bin total entspannt gerade. Ich bin richtig, ich bin ein bisschen wie Urlaub. Außer, dass ich halt die ganzen Blumen da auf das Ding stellen muss. Aber sonst ist es ein bisschen wie Urlaub. Das ist echt geil. So. Der Gärtner-Cowboy. Ich hoffe, diesen Busch muss keiner mehr kaufen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber an den zukünftigen Besitzer von diesem Busch, von diesem was nochmal? Ein Schneeball. Von dem Schneeball. Es tut mir leid. Jannis hat gerade gesagt, eigentlich dürfen wir gar nicht durchgehen und da vorne sitzt der Chef. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Okay, was ist das jetzt? Das ist unser Logistikzentrum. Riesengroß, aber menschenleer. Wir haben gerade Mittag. Hier jetzt, wo du stehst, stehen die LKWs im Normalfall. Packen dann hier ihre Rampe ran und dann werden von hier die CCs, die du da vorne siehst, mit den Pflanzen, einfach raufgefahren. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Nach Indien. Das war's von der Gärtnerei zu Jedelo. Fachrichtung Baumschulgärtner. Haben wir heute einfach mal durchgespielt, das Ding. Hat Bock gemacht. Bei so einem Wetter umso besser. Ich fahre jetzt noch ein bisschen auf meinem neuen Gerät hin und her. Und ihr checkt das einfach mal aus, wenn ihr Bock habt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich vermisse euch jetzt schon. Bis dann. Auf Wiedersehen. Das ist eben halt jetzt die Möglichkeit, auch einen Film zu zeigen. Er muss nicht mit unserem Influencer sein. Er kann alles das beinhalten, was die jeweilig ausstellende Firma im Angebot hat. Aber trotz alledem, ich empfehle euch das. Ihr kriegt einen tieferen Einblick auch in das Angebot des jeweiligen Unternehmens oder der Hochschule. Also wirklich mal die Monitore, die vielfältig hier überall sind, anklicken, weil es ist nicht nur unterhaltend, es gibt euch auch einen genaueren Einblick. Und das ist genauso auch bei der nächsten Welt, die wir jetzt besuchen. Genau, also die nächste Welt, die wir benutzen, ist genauso wie Jedelo, was sehr speziell ist. Beide haben wir von Grund auf komplett eigenständig gebaut. Jedelo ist faktisch eine fliegende Pandora-Welt gewesen und Mercedes ist dann in dieser Art und Weise auch was wirklich Besonderes. Es ist
Ja, es ist sowas wie ein Messestand. Iris erklärt euch auch, was dahinter steht. Also hier kann man nicht nur einfach ein Auto sich angucken, man kann alles anklicken, man kann alles ausprobieren, man kann wirklich da durchlaufen, man kommt sich so ein bisschen vor wie auf einem Autosalon, der wo auch immer ist, aber auf jeden Fall ist das wirklich eine derart eine reale Welt in der Empfindung, jedenfalls in meiner. Das ist auch wirklich toll und ihr seht auch hier überall Monitore. Es gibt natürlich auch die Kontaktplätze. Man kann zu verschiedenen Berufen mit unterschiedlichen Personen sprechen. Also auch hier ein vielfältiges Angebot, auch wieder im Bereich kaufmännisch, im Bereich gewerblich-technisch und der Kfz-Mechatroniker ist natürlich auch dabei, der grundsätzlich ins Handwerk erstmal gehört. Aber es gibt auch sowas, was man vielleicht nicht vermuten würde. Das ist der Sozialversicherungsfachangestellte, den wir vorhin schon mal bei einer Krankenkasse gesehen haben. Den gibt es hier auch, weil solche großen Unternehmen haben natürlich auch eine Betriebskrankenkasse. Also kann man auch Berufe, die man so vielleicht gar nicht in Verbindung bringt mit Mercedes, dort erlernen und natürlich auch dual studieren. So, und wenn man dann durch die ganze Welt durch ist, Servit, ja, dann springt man wieder zurück in die Lobby und im besten Fall hat man dann für sich eine Idee. Wenn man keine hat, ist es nicht schlimm, man kann uns auch schreiben. Man kann uns alle Fragen, die auf dem Herzen liegen, uns stellen. Auch wir sind angebunden über dieses Chatportal. Ne? Und wir finden eigentlich auch für alle Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, entweder einen Ansprechpartner oder wir versuchen auch eine Lösung herbeizuführen. Das ist etwas, was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Wir sind jetzt am Ende unserer Präsentation angekommen. Wir möchten euch mit auf den Weg geben. Nutzt dieses Angebot. Bleibt im Kontakt mit den Unternehmen. Liebe Lehrer und Lehrerinnen, die ihr uns jetzt zuschaut, fragt uns, was braucht ihr? Sagt es uns. Also das möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle betonen. Wir sind offen für alles. Wir reagieren auch relativ zügig. Und Sie finden alle Angebote auf unserer Homepage. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Ab Ende Januar, Anfang Februar gibt es diese kostenfreie App. Nicht nur für mobile Endgeräte, nein, wir haben sie dann auch klassisch im Netz. Sprich, man kann über seinen Laptop, über seinen Computer auch dann unsere virtuelle Welt aufrufen und kann sich dort informieren. Für den einen oder anderen ist es vielleicht im täglichen Arbeiten einfacher. Wir wissen, dass junge Leute gerne auch ein bisschen Gaming oder Gamification, wie Servet immer so schön sagt, bevorzugen. Aber Fakt ist, ich weiß, auch für mich persönlich gilt, ich arbeite auch viel am Laptop und weniger mit mobilen Endgeräten. Also es wird für Sie dieses Angebot auch geben, für euch, für Sie, wie auch immer. Ich bedanke mich recht herzlich bei Servit für seine Unterstützung. Ich bedanke mich beim ganzen Team hier von Streamlab und würde mich freuen, wenn wir Sie in unserer virtuellen Welt demnächst begrüßen dürfen und verabschiede mich. Tschüss!